Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Es gibt ein neues Kaffee in Gifhorn. Das Kaffee Stullig. Und ich bin gespannt, ob ihr rausfindet, wo es ist. Hi. Hallo, guten Morgen. Ich bin Lisa. Ich bin Chrissy. Ich bin Isi. Hallo. Schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir. Ja, im neuen gerne. Kaffee. Sehr gerne, sehr gerne. Wie seid ihr auf Gifhorn und diese tolle Location gekommen? Wir sind hier zugezogen, haben gesucht, waren hier drinnen auch mal essen und dachten, oh, das wäre es ja. Dann hatten wir gehört, dass der Vorgänger schließen möchte und Nachfolger sucht. Und dann haben wir gesagt, okay, das versuchen wir dann. Wollen wir reingehen, dann zeige ich euch ein bisschen was. Sehr gerne. Oh, das ist ja schön hier. Was sind das für besondere Bilder hier? Das ist von einem regionalen Künstler aus Gifhorn. Das ist der Nils Adam. Den habe ich im Internet gesehen und gedacht, auch den schreibe ich an. Und die kann man hier auch kaufen? Die kann man hier auch kaufen, genau. Jetzt möchtet ihr einen Kaffee trinken? Sehr gerne. Sehr gerne. Ja? Ist das hier spezieller Kaffee aus Hannover? Ja, genau. Das ist der regionale. Die sind auch Fairtrade. Und ist super lecker. Könnt ihr gleich hier mal selber testen. Das sieht ja richtig toll aus hier. Ja, das ist eine kleine Auswahl von den Gebäck und Kuchen, was wir anbieten. Also wir bieten Muffins, Kuchen, aber auch Cookies, Brownies, kleine Snacks bieten wir auch an. Was bietet ihr so an herzhaften Snacks an? Wraps, Paninis und Bagels. Mhm. Und frühstücken kann man bei euch auch, ne? Ja, definitiv und sehr lecker sogar. Also ich achte schon wirklich darauf, dass sie hochwertig sind. Die Brötchen sind auch vom Bäcker. Dieses Frühstück für zwei Personen, das ist ja schon sehr exklusiv. Was macht dieses Frühstück so besonders? Ja genau, es ist wirklich exklusiv, aber dafür haben wir auch die frischen Produkte, hochwertigen Kaffee. Wir haben biologische Milch, wir haben frisch gepresste Säfte. Und ich gucke wirklich auf Nachhaltigkeit, Bio und regional. Und daher ist das dann auch schon ein bisschen hochwertiger. Guck mal, hier gibt es auch diese Recap-Becher. Oh, das ist ja super. To go. Ja. Machst du mir einen? Easy, easy, kein Problem. Nein, alles gut. Genau. Einmal gegenditschen. Genau. So. Hättest du das gedacht, dass du so eine gute Praktikantin kriegst? Nils, das ist ja cool, dass ich dich hier noch treffe. Und ja. Du bringst dir gerade die Bilder an. Genau. Du bist der Künstler, der zu diesen Bildern gehört. Richtig. Kommst du aus Gifhorn? Ich komme aus Gifhorn, Gifhorn-Kesdorf, genau. 41 Jahre alt und ja, schon eigentlich ewig in Gifhorn. Und das mache ich in meiner Freizeit. Ja, ein sehr intensives Hobby ist das von mir. Die Bilder können auch gerne ja, erworben werden. Schaut euch einfach ein bisschen um, sage ich mal den Zuschauern. Mega cool. Hast du auch eine Internetseite? Ja, die habe ich auch. Also ich habe hier an den Bildern einen QR-Code, den kann man scannen. Dann kommt man auf meine Seite. Meine Seite ist auch einfach ganz einfach www.nilsadam.de. Ich bin immer voll, da wäre ich. Ja, super. Genau. Machst du auch Auftragsarbeiten? Wer ist eure Zielgruppe? Jeder. Also es kann wirklich jeder kommen. Von jung bis alt kann hier jeder gerne kommen. Wir haben auch für Eltern mit Kindern extra Bereich. Kann ich euch den Eltern-Kind-Bereich einmal zeigen? Sehr gerne. Ja. Christine, bietet ihr auch einen Mittagstisch an? Zu Anfang noch nicht, aber wir haben einen Mittagstisch geplant. Das bedeutet, wir wollen noch Salate anbieten und Suppen. Mhm. Aber das kommt erst noch. So, hier ist der Eltern-Kind-Bereich. Da ist noch alles ein bisschen spartanisch. Aber das wird gut. Christine, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir kommen auf alle Fälle wieder, wenn ihr eröffnet habt.
Ja, sehr gerne. Ab dem 15.10. haben wir für euch geöffnet. Und da haben wir auch extra so eine schöne Postkarte, denn an diesem Wochenende gibt es auf alles 10% Rabatt noch und ein Heißgetränk gratis für jeden, der die dabei hat. Wo kriegt man die Postkarte? Die werde ich jetzt noch verteilen und wer Lust hat, kann auch am Freitag den 15. vorbeikommen und kriegt dann, wenn noch welche da sind, eine Karte. Super! Sehr schön, wir kommen auf alle Fälle. Vielen Dank! Tschüss! Tschüss! Viel Erfolg! Tschüss, vielen Dank! Lisa, wir kommen auf jeden Fall zur Eröffnung, oder? Auf alle Fälle! Ich dachte, du sagst auch was. Ja, sieht super aus, ne? Finde ich auch. Genau. Warte. Was jetzt? Jetzt bin ich eigentlich auf dem Platz.